I've been concentrating on upgrading my quality, and you don't get that without making music in quantity. So honestly, whoever said you have to choose between the two is making an excuse, cause how you gonna improve? I'll be sat for ages waiting for something to put on paper, blaring the same beat on repeat, pissing off neighbors. Moin Leute, wie man sieht, sitze ich gerade auf einem ziemlich speziellen Go-Kart. Das Ding hat hier auf dem Lenkrad ein Display und verschiedene Anzeigen. Da steht sogar mein Name drauf. Aber was ich persönlich richtig nice finde bei diesen Go-Karts ist, dass man hier 10 Geschwindigkeitsstufen hat. Wir fangen hier jetzt mit der Stufe 7 an und nur wenn man gut genug fährt, also eine gewisse Rundenzeit unterschreitet, kann man eine Stufe aufsteigen. So wie hier zum Beispiel Stufe 8. Das macht das Ganze viel sicherer für unerfahrene Leute, Kinder oder einfach Fahrer, die die Strecke noch nicht so kennen. Aber ich finde auch für gute Fahrer ist es eine gute Sache, denn die Reifen sind am Anfang meistens noch viel zu kalt und man hat deshalb zu wenig Grip, um die Power der 10. Stufe überhaupt sinnvoll nutzen zu können. Ach ja, das mit den Stufen ist übrigens auch nur deshalb möglich, weil das Elektro-Go-Karts sind, wie man eigentlich ziemlich deutlich hören kann. Ist eigentlich noch recht angenehm, dass man dadurch auch kein Abgas in der Luft hat. Wie bei allen Go-Kart-Strecken ist es natürlich auch hier verboten, sich gegenseitig zu rammen. Und wenn man das absichtlich macht, dann wird der Go-Kart als Strafe für ein paar Minuten verlangsamt. Und wenn man irgendwo feststeckt, hat das Ding sogar einen Rückwärtsgang. Also, wenn man gut genug fährt, erreicht man innerhalb von ein paar Runden die Stufe 10. Und dann wird auch noch die Turbo-Funktion freigeschaltet. Oh ja, ihr habt richtig gehört. Und zwar ist das ähnlich wie in vielen Rennspielen, denn der Turbo lädt sich mit der Zeit auf und wenn man dann den Turbo-Knopf drückt, dann geht das Ding richtig heftig ab. Für ein paar Sekunden, bis der Turbo aufgebraucht ist. Aber ist eine richtig geile Sache, oder? Die Strecke selber ist auch ziemlich einzigartig, da sie sich auf 3 verschiedenen Etagen befindet. Man hat dadurch ein bisschen das Gefühl, auf einer Achterbahn zu sein. Theoretisch könnte man da überall Vollgas geben, bis auf diese Kurve hier. Aber dadurch wird man nicht wirklich schneller, da man halt die ganze Zeit rutscht. So driftet halt in den Kurven. Wie bei praktisch jeder Go-Kart-Strecke finde ich persönlich das Überholen eine sehr mühsame Sache. Vor allem, wenn der Vordere nicht bemerkt, dass man gerne vorbei möchte. Wir fahren ja Zeitrennen, so wie das üblich ist. Das heißt, der Fahrer mit der besten Rundenzeit gewinnt. Also bringt es überhaupt nichts, jemanden nicht überholen zu lassen. Der Turboknopf kann natürlich etwas helfen beim Überholen, aber auch nicht immer. Das habe ich hier zum Beispiel nicht so gut eingeschätzt, wie man sieht. Die Go-Karts haben übrigens einen Topspeed von etwa 50 km/h. Ach ja, wir haben hier übrigens einfach ein Geburtstagsevent gemacht und ratet mal, wer wegen 0,03 Sekunden Zweiter geworden ist. Ich natürlich. Ich glaube, wenn ich die GoPro nicht auf dem Kopf gehabt hätte, dann hätte ich gewonnen. Naja, das hat auf jeden Fall einen riesen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.